Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 273. Sendung von Sport in Schwerin. Hier aus der Reiferbahn Sporthalle Schwerin, wo wir nun zum dritten Spiel des Helios Cup kommen. Das hat quasi Bundesliga-Niveau. Der HSV Handball trifft auf die Rhein-Neckar-Löwen. Oder in der C-Jugend ausgedrückt, HSV Handball trifft auf die SG Kronau-Östring. Ein Hauch Bundesliga an der Reiferbahn-Sporthalle. Die SG Kronau-Östring. Besser bekannt als die Rhein-Neckar-Löwen gegen den HSV Handball. Und es beginnt schwungvoll. Mit dem ersten Wurfversuch von Sven Knoll. Und 7 Meter Entscheidung für die Rhein-Neckar Löwen. Und der Treffer durch Joshua Gies. Und da Block der Neckar-Löwen, Tempo gegen Stoß. Und das war ein 3-Punkte-Treffer, der zählt nur im Handball leider nicht. Der Ball im Korb, allerdings nicht im Tor. Und damit bleibt es beim 1:0. Für die Rhein-Neckar-Löwen. Wirkt auch ein etwas engagierteres Auftreten der Mannschaft aus Baden-Württemberg. Holen sich auch diesen Ball und bekommen den Freiwurf zugesprochen. Schönes Kreisanspiel. Und der Treffer von Joshua Gies, 2:0. Für Kronau-Östring. HSV Handball reklamiert, das wäre geschubst worden indessen. Kronau Nummer 14 mit dem Nummer 13, mit dem Treffer Nummer 3. Manner Frank mit dem 3:0. Und es ist auch unheimlich laut auf dem Spielfeld, das ist wirklich hohes Niveau. Und der erste Treffer für den HSV Handball durch Felix Wick mit dem 1:3. Und Hamburg ersicht und da geht einfach durch. Keine Gegenwehr vom HSV Hamburg. 4:1 und dann gibt es auch noch die gelbe Karte gegen die Hamburger. Justus Mehl, der Treffer. Aber die gerade Rhein-Neckar-Löwen unheimlich laut, da wird unheimlich viel kommuniziert. Klare Absprachen. Und das zahlt sich im Ballbesitz in guter Abwehr aus. Ja.
Und jetzt wird 3-7 gespielt. Mal gucken, was das beinhaltet. Auf jeden Fall ein Kreisanspiel. Auf Joshua Gies, sein dritter Treffer bereits, 5-1. Das hat sich der HSV Handball hier auch nicht träumen lassen. Nicht mal 5 Minuten gespielt, schon 4 Tore zurück. Freiburg für Hamburg. Fuß. Abgepfiffen. Und den Ball schön erkämpft jetzt durch die Hamburger. Solche Erfolgserlebnisse brauchen sie. Aber im Gegensatz zu den Rhein-Neckar-Löwen wenig Schwung im Hamburger Spiel. Jetzt mal auf Außen. Das war klasse gemacht. Dann Dröse mit dem 2-5. Und der Treffer zum 2-6 durch Rico Keller. Jetzt gibt's die gelbe Karte gegen Sven Knoll auf Seiten von Kronau Östring. Und ebenfalls die gelbe Karte gegen Maximilian Ruck-Karl. Und der Hüftwurf gehalten durch Marius Gabel. Das V deckt jetzt sehr offensiv. Und nicht, dass die Löwen da keinen Weg durchfinden würden, 7 Meter für die Löwen. Joshua Gies. Einfach trocken. 7-2. Ah, von außen, aber stark der HSV. Dann Dröse, sein zweiter Treffer zum 3-7. Sicher von der Position aus. Ansonsten im Vergleich zum HSV. Und hat einen Schlag im Kopf gekriegt, aber klasse Anspiel. Und der Treffer von Joshua Gies. Stürmerfoul entschieden. Und 7 Meter Entscheidung für die Löwen. Und gehalten und sofort der Konter des HSV zum Tor. Das ging mal richtig schnell. Dann Dröse mit dem 4-8.
nach dem gehaltenen Ball von Jakob Marfeld. Und dann kann er erneut einen Ball entschärfen. Auch so kann man natürlich ins Spiel kommen. Mit einem starken Torhüter. Aber erstmal der Treffer von Martin Böser. Zum 9:4. Das versuchte Kreisanspiel. Freiwurf für den HSV. Und jetzt das Tor für den HSV Hamburg. Tristan Ludwig Geil müsste das gewesen sein. Und klasse gespielt von den Rhein-Neckar Löwen. Maximilian Rolka. Mit dem Treffer und die schnelle Antwort des HSV Tristan Ludwig Geil. 6:10. Böser Treffer. 11:6. Schlechter Wurf von Walle Weber. Und wieder stark durchgesetzt von Rolka, aber ebenso stark gehalten vom Marfeld. Mit Dandröse der stärkste Hamburger. Und super aufgepasst von den Rhein-Neckar Löwen. Ball abgelaufen, Tempo Gegenstoß. Tor und gelbe Karte gegen den HSV. Gegen Jan Stefan und Sven Knoll mit dem Treffer zum 12:6. Da wirkt die Hamburger Bank etwas ratlos. Abwurf für die Rhein-Neckar Löwen, es geht sofort vorwärts. Böser, 13:6. Und auch noch 2 Minuten gegen Tristan Ludwig Geid. Dritter Treffer von Martin Böser. 13:6, ein Spielstand, der so nach 12 Minuten nicht zu erwarten war. Ja, knapp 13. Ein unheimliches Tempo, was die Rhein-Neckar Löwen hier vorlegen. Wir haben schon ein richtiges 3-3 von den Neckar Löwen und kontert den HSV aus. Und der Einzige, der sich noch wehrt, ist Marfeld. Aber es ist eben nicht so, dass er so viel entgegenzusetzen hat. Benny Meyer, 14:6.
War eine schöne Kombination, aber die Abwehr der Löwen arbeitet gut. Machen den Hamburger, die sich zu wenig bewegen. Das Spiel sehr schwer durch ihre offensive Deckung. Und ein Wurf aus 13 Metern. Kein Problem und Böser mit dem Treffer. Zum 15:6 und langsam und allmählich wird das zu einer Demontage des HSV. Dem Tabellenführer und höchstwahrscheinlich neuem deutschen Handballmeister. Im Männerhandball wohl gesagt. Hier sehen wir die C-Jugend. Also schöner Block, aber der Ball geht trotzdem durch. Felix Fick mit seinem zweiten Treffer zum 7:15. Ball abgefälscht, es gibt Einwurf von der Ecke. Nach dem Wurf von Meier. Und das einfache Tor von Manner Prank. Und die dritte gelbe Karte gegen den HSV. 16:7. Passives Spiel angezeigt und dann Dröse scheitert nun auch von der Außenseite. Und die 10 Tore Führung für die Rhein-Neckar Löwen durch Ben Meier und 2 Minuten Strafe gegen Finn Walleweber. 7:17. Ja, es ist eigentlich schwierig oder einfacher zu pfeifen, wenn eine Mannschaft so ein Tempo vorlegt wie jetzt die Rhein-Neckar Löwen? Naja, es kommt ganz darauf an, wie lange man schon pfeift und in welcher Klasse man halt auch pfeift. Im Männerbereich wird ja fast nahezu an jedem Wochenende solch ein Tempo vorgelegt und da ist man eigentlich schon froh, wenn man ein Spiel hat, was langsamer ist. Ja, und jetzt die erste 7 Meter für den HSV Handball und auch noch knallhart ein Schärfer von Marius Gabel. 17:7. Aber das ist für eine C-Junioren-Mannschaft doch ein Riesentempo, was die Jungs aus Gröner Östring hier vorlegen, oder sehe ich das falsch? Ja, nee, das ist auf jeden Fall richtig. Aber so wie die spielen, ist ja fast keine C-Jugend mehr. Ist ja schon fast B-Jugend. Und wenn man manche andere A-Jugendmannschaften dagegen vergleicht, ist ja schon ziemlich weit entwickelt. So die meisten vom Körperbau, also schon nicht ohne. Ja, das war 18:7 von Benny Meier. Ja, ist das dann einfach ein starker Jahrgang oder ist es gute Arbeit bei den Rhein-Neckar Löwen? Das wird wahrscheinlich an der guten Ernährung liegen. Also ich habe keine Ahnung, wie das da aussieht und wie das hinter den Kulissen abläuft.
Aber das ist halt ein gutes Gesamtpaket. Training, Ausgleich, Krafttraining. Ja, dann geben wir das doch als großes Lob weiter nach Baden-Württemberg. Und der Treffer von Felix Wick zum 8:18. Und das Tor von Benny Meyer. Nochmal ein Schrittfehler und dann ist Halbzeit. Halbzeitstand HSV Hamburg, Kronau, Ostringen 8:19. So, und auf geht's. Zweite Halbzeit HSV Hamburg gegen Kronau, Ostringen 8:19, der Halbzeitstand. Und der erste Wurf gehalten und der zweite Wurf, diesmal von den Rhein-Neckar Löwen. Und dann am Tor Janek Schneider. 18:20. Stürmer faul. Gepfiffen gegen HSV Hamburg und Janek Schneider. Versuch Nummer 2, 7 Meter. Jetzt gibt es auch gelbe Karte gegen die Bank. Das HSV. Weil er sich lautstark. Und 7 Meter jetzt für die Rhein-Neckar Löwen. Und er ist drin. Schmalzbauer mit seinem ersten Treffer. 21:8 und der Ball ist HSV im Block. Klasse gespielt und das Tor für die Löwen. Maximilian Rolka. HSV scheitert erneut, der Walle Weber. Und der Treffer für die Löwen. Benny Beyer, sein 5. Treffer in diesem Spiel. Gewinn für die Löwen. Ja.
Und das erneute Tor von Holger. Holger, sein drittes. ...24-8. Gelbe Karte gegen die Rhein-Neckar Löwen. Das war Meier, wenn ich es richtig gesehen habe. Ah, schön durchgesetzt, aber auch klasse gehalten vom Torhüter des HSV Hamburg. Wanderung abgepfiffen. Das war fantastisch. Verteidigt, Benny Meier macht den einfachen Treffer, 8-25. Und die Gesichter der Hamburger wirken ratlos. Und erneute Tempo-Gegenstoß. Und erneute Treffer für die Rhein-Neckar Löwen. Rico Keller. Mit Treffer Nummer 2, 26-8. Gibt Einwurf von der Ecke für den HSV. Hey, Mann! Und da muss der Hamburger zu Boden. Da ist die Hand am Hals und das wird 2 Minuten geben. Gegen Schmalzbauer. Ja, das hat wehgetan. Dem Finn Walle Weber. Und es gibt 7 Meter für den HSV Hamburg. Nein, es gibt doch nur Freiwurf. Aber Überzahlsituation jetzt für den HSV. Und der Ball von außen ist drin. Dann Dröse mit seinem Treffer Nummer 4, 9-26. Und Benny Meier mit dem Fehlwurf. Haben noch recht frei zum Wurf dafür, dass sie noch in der Zahl spielen. Und zu schnell abgeschlossen. Und damit der Ballverlust.
Und auch das ging an den Hals und genau deshalb gibt es da auch 2 Minuten gegen Finn Walleweber und es ist bereits seine zweite. Fehlpässe, die haben wir so vorher nicht gesehen im Spiel der Rhein-Neckar Löwen. Aber das ist der Saft wahrscheinlich jetzt ein bisschen raus. Man führt hier mit 17 Treffern. Das Spiel ist gelaufen, da gibt man nicht mal alles rein. Und der Ball von Dommeier an die Latte und es gibt direkt die nächsten 2 Minuten gegen den HSV Hamburg und das Tor für die Rhein-Neckar Löwen. Finn Seidelmeier. Und das Tor von Rico Keller. Und Benny Meyer fängt den Ball ab, macht das sichere Tor für die Löwen. 28-9. Schön verzögert und das Tor für die Rhein-Neckar Löwen durch Janosch Gies zur ersten 20-Tore-Führung in diesem Turnier. Technischer Fehler. Da geht ein Hamburger Spieler zu Boden. Einfache Tor. Durch Rico Keller und die 2 Minuten Strafe gegen den HSV Hamburg. Felix Wick, das ist ebenfalls seine zweite. Und das war ein klasse Treffer von Rico Keller. Treffer Nummer 5, 9,31. Und 7 Meter Entscheidung für den HSV Hamburg. Der Treffer durch Finn Walleweber, sein erster in diesem Spiel, 10:31. Ah, da muss Finn Walleweber aufpassen. Weil sonst riskiert er hier eine dritte 2-Minuten-Strafe und dann war es das Spiel für ihn.
Schön vorgetragener Angriff des HSV Handball. Finn Sindelmeier mit seinem dritten Treffer, 11:31. Sieben Meter für die Rhein-Neckar Löwen nach dem guten Kreisansatz von Joshua Gies. Und der verwandelt auch sicher zum 11:32. Und wenn man kein Glück hat, kommt auch noch ein Pech dazu. Pfostentreffer für den HSV. Benny Meyer. 11:33. Ball gehalten von Jan Bolitzer. Und es geht ab. Wofür jetzt für den HSV Hamburg? So, knapp 6 Minuten zu spielen. In der zweiten Hälfte. Und die Hamburger Eltern machen sich jetzt erstmal als lautstark bemerkbar. Und der Treffer für den HSV Hamburg durch Tristan Ludwigkeit. Mit Anlauf, mit Schwung gespielt und dann Poolbillard mit Latte und Pfosten. Und der Treffer letztendlich dann durch Justus Mehl. 12:34. Schrittfehler. Der lange Pass nach vorne und der Treffer durch Janek Schneider, sein zweiter in diesem Spiel. 12:35. Und das war ein klasse Block von Sven Knoll.
Und das dürfte 2 Minuten geben. Rico Keller. Ne, das war Sven Knoll, er sagt, Bahnreflex. Und da können auch alle drüber schmunzeln. Bei dem Spielstand. Kein Wunder. Wieder ein guter Block. Der Löwen. Das war ein klasse Kreisanspiel. Tristan, Ludwigkeit. Treffer Nummer 2. 13, 35. Und der Treffer für die Rhein-Neckar Löwen und erneut. Und das ist die dritte 2-Minuten-Strafe gegen Walle Weber. Gleichbedeutend mit der roten Karte. Die erste in diesem Turnier. Und 7 Meter Entscheidung für Hamburg. Und sicher verwandelt. Von Jan Stefan zum 14:36. Und da ist der eingesprungene Camper von Joshua Gies. Das war mit Ansage zum 37:14. Da gibt es Sonderapplaus von den Zuschauern und von der Bank. Freiburg von der falschen Position ausgemacht. 10 Sekunden sind es noch in diesem Spiel. Und die Löwen nochmal mit einer tollen Kombination zum 38:14. Eine ganz starke Vorstellung der Mannschaft aus Baden-Württemberg gegen den HSV Hamburg.